So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Ori and the Blind Forest. Ja, neues Element. Kann man sagen, ja. Sollten wir nur noch damit klarkommen. Das Gefühl, es zieht an, ja. Wie von hier so. Oh Gott, ey. Hier aus? Wow! Okay, das wird tricky. Nee, jetzt komm schon. Los! Okay. Really? Oh, nee, jetzt.
Was müssen wir alle vier haben? Okay. Auch noch was. Jetzt hat er. Dieser Schrein muss alles angetrieben haben, was sie gebaut haben. Sieh ihn dir jetzt an. Sieh, was er getan hat. Oh, Kumo traurig. Jetzt habe ich die Fähigkeit nicht mehr. Ich frage mich, ob Kumo von ihrem Schicksal weiß. Ich hoffe, er kann uns vergeben, dass wir noch leben, während sie von uns gegangen sind. Nee. Das war total, ey. So, hier kurz so aus, es wäre noch ein Raum. Thank you.
Okay. Jetzt zu weit wieder. Nee! Boah, nee, das gibt's doch nicht. Oh, das war knapp. Jups, abgerutscht. Für das bin ich jetzt hier runter. Okay, jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Das Element des Windes liegt vor uns. Es wird im Herzen dieses Ortes aufbewahrt. Mhm. Oh. Diese Ruinen sind alles, was von Gumu übrig ist. Sie erinnern uns an ihr Schicksal. Gumu hat jene verloren, die er liebte. Daher ist er der Letzte seiner Art. Ori, wir müssen das nicht zurückbringen für Nibel. Und die Erinnerung an die Gumu müssen wir als Element des Windes wiederherstellen.
Wow, bewegt von ihren Worten beschlossen zu handeln. Okay, wir müssen hoch. Boah, ist das mies. Weißt du gar nicht, wo du hin musst? Alter, nee! Was ist denn da?
Really? Ach, come on! Ich hab gar keinen Bock mehr. Oh, really? Alter, ist das ätzend. Kuros Nest. Babyeulen.
Jetzt ist er sauer. Okay, schade um die Baby-Eulen. Ori hatte erfahren, wie sie durch unsere Licht umgekommen waren. Und die ganze Zeit beschützte sie lediglich ihr letztes Kind. Tja, aber das erfahren wir erst im nächsten Mal, wie es weitergeht hier mit Orin der Blind Forest. Bis zum nächsten Mal, euer Swissy.